Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso und willkommen zur Playlist Bioshock 2. Ein kurzes Info, ich bin Bioshock Neuling, habe zwar ein paar Let's Plays kurz einmal angeschaut, kurz einmal reingeschaut, bin fasziniert von dieser mittlerweile bald Trilogie. Ja, es kommt ja dieses Jahr ein neues raus und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal Bioshock 2 an aus der Nähe. Wünsche euch viel Spaß, euer Toso. Hier nur ein kleiner Nachtrag zur Geschichte von Bioshock 2, nämlich Andrew Ryan. Was ist die gemeinste Obszönität, die je von der Menschheit begangen wurde? Sklaverei? Der Holocaust? Diktatur? Nein, es ist das Werkzeug, mit dem all das erbaut wird. Altruismus. Der reiche Industrielle, der die Stadt Rapture gegründet hat, Ryan, stellte sich die Unterwasserstadt als einen Ort vor, an dem sich die klügsten Köpfe der Oberfläche vereinen würden, um ohne die Einmischung der Regierung ihren Talenten nachzugehen. Da jeder Bürger nur in seinem eigenen Interesse handelte und weder auf moralischer, sozialer oder legislativer Ebene behindert wurde, hätte die Gesellschaft von Rapture als Ganzes zur größten auf der ganzen Welt werden können. Doch als sich die Realität einer Gesellschaft ohne moralische Grenzen in Rapture manifestierte und die Stadt im Chaos versank, bemühte sich Ryan verzweifelt, sie wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Dissidenten wie Sophia Lamb verschwanden einfach. Letzten Endes wurde Ryan zu dem, wovor Rapture eigentlich eine Zuflucht bieten sollte, zu einem Diktator, der mit eiserner Faust über Rapture herrschte. Als Frank Fontaine begann, Ryans Machtposition in Frage zu stellen, ließ Ryan dessen Unternehmen beschlagnahmen, verhängte stadtweise Ausgangssperren und begann, Dissidenten am Apollo Square einzusperren. 1960 endete ein wagemutiger Attentatsversuch mit dem Tod von Andrew Ryan. Es sah so aus, als wäre sein utopischer Traum für Rapture mit ihm gestorben. Bis heute. Okay, das zur Geschichte und wir sehen uns wieder. Sofort.